Nach einer langen Nacht in unserer Schneehöhle am Alalinpass werden wir mit einem malerischen Sonnenaufgang belohnt. Doch es vergeht noch einige Zeit, bis wir dann endlich aufbruchbereit sind. Aber einen späten Start können wir uns heute auch erlauben, denn bis zum Rinpilschorn sind es lediglich 700 Höhenmeter. Die ersten 500 davon legen wir auf Fellen über den frisch verschneiten Melchgletscher zurück, auf welchem sich über Nacht so einiges an frischem Neuschnee angesammelt hat. So, jetzt darf der Franz wieder Dampf geben. Jetzt hier am Rimpfisch-Shuttle pfeift schon ziemlich der Wind daher. Machen wir da Skidepot und da geht's jetzt hoch. Jawohl, da geht's jetzt rauf. Aber wer hätte ahnen können, dass die Verhältnisse derartig schlecht sein würden? Anstelle von guten Trittfirnen in der linken Rinne entdecken wir dort blankes Eis und so müssen wir auf eine rechte, plattige Felsrippe ausweichen, welche zu allem Überfluss auch noch mit einer Schicht frischen Pulverschnee überzogen ist. Dennoch, zum Glück sind alle Kletterstellen leicht und gut machbar und wir kommen trotzdem schnell ohne Seil voran und verpassen auch nicht die Abzweigung nach links, welche man das erste Schneekulor verlassen muss. Wir erreichen nun eine Felsrippe, welche uns bis kurz unter den Vorgipfel führt. Glücklicherweise ist diese vom Schnee komplett freigeblasen und so machen die hänkligen Kletterstellen im zweiten Grad im besten Fels so richtig Spaß. Zahlreiche Schlingenstände oder Eisenstangen können zur Absicherung verwendet werden und auch wir werden beim Abseilen später von ihnen Gebrauch machen. Als wir dann endlich den Gipfel erreichen, bietet sich uns einer der gewaltigsten Ausblicke der Alpen an. Hinten die Berner Alpen, dann Weißmies und Laginhorn, dahinter der Lago Maggiore, weiter rechts die Monte Rosa Gruppe, daneben Liskam, Breithorn, das Matterhorn, dahinter der Grand Coban und sogar der Mont Blanc, dann die Skyline des Mattertals und natürlich die umliegenden Berge der Michabel Gruppe. Ja, wir waren gerade auf dem Rümpfelschorn. Im Hintergrund sieht man das Monte Rosa und diese Snickers. Danke an Lena, das genießen wir jetzt. Ja, yeah, danke Lena. Danke, ja. Ja, Abseilen geht ganz gut. Immer wieder viele Schlingenstände, gute Stände. Hier im Bohrhaken. Das müsste jetzt der letzte Abseiler sein, bevor wir unten sind. In dem ersten Schneekulor. Die Abfahrt beginnt zunächst etwas ruppig, doch bald bietet uns der Melchgletscher feinsten Hochgebirgspulver in unschlagbarer Szenerie und wir genießen jeden Schwung, den wir machen dürfen. Ui, schaut schon sehr elegant aus.
Soll ich noch? Kannst du, ja. Da sieht man jetzt auch nochmal einen Rotgrat auf dem Alphubel. Bombenfels, echt absolut zu empfehlen. Schnell noch das Übernachtungszeug eingesammelt und schon geht's weiter, denn die Schatten werden immer länger, als wir über den Aladin-Gletscher so langsam zurück in Richtung Zivilisation gleiten. Im Hintergrund ist nur die gestrige Tour. Bei viel Wind. Jungfischhorn und Strahlhorn. So, Bretagne-Hütte. Jawollo. An der Bretagne-Hütte queren wir nun zurück ins Skigebiet und zwei äußerst erlebnisreiche Tage in den Bergen neigen sich dem Ende entgegen. Die widrigen Verhältnisse haben uns wirklich auf die Probe gestellt und am Ende aber noch enger zusammengeschweißt und unsere Zuversicht in uns als Seilschaft für kommende Abenteuer gestärkt. Da drüben, Teschalp, wo man so geil zum Scheißen gehen kann. Das kommt in die Outtakes.